Der Daniel hat uns seine Aufgabe zugeschickt. Dankeschön, Daniel, für deine Aufgabe. Das ist eine schöne Aufgabe, wie ich finde. Da geht es darum, den Scheitelpunkt zu bestimmen, die Symmetrie. Also wir sollen bestimmen, was wo die Symmetrieachse liegt. Das sollen wir bestimmen. Und dann sollen wir feststellen, ob der Scheitelpunkt, den wir bestimmt haben, ein Hochpunkt oder ein Tiefpunkt, ich kürze es mit HP für Hochpunkt und TP für Tiefpunkt ab, ist. Das sollen wir also klären. Müssen wir jetzt also berechnen und Daniel, du sagst ja, du verstehst auch die Aufgabenstellung überhaupt nicht. Was wollen die überhaupt von dir? Wir blenden jetzt mal genau diese Funktion hier ein. x² minus 5x plus 5. Schau dir das mal an. Wir sehen, dass es zwei Nullstellen gibt. Ja, bei einer quadratischen Funktion gibt es entweder keine Nullstellen oder gleich zwei. Wir sehen also in diesem Fall, es gibt zwei Nullstellen. Und dann sehen wir den Scheitelpunkt. Den blenden wir jetzt oder den markieren wir jetzt auch mal, der Scheitelpunkt. Und es geht darum, also diese ganzen Sachen zu bestimmen. Wir sehen, das siehst du da jetzt auch in dieser Zeichnung, wir sehen, dass der Scheitelpunkt genau in der Mitte von beiden Nullstellen ist. Das liegt ganz einfach daran, dass eine quadratische Funktion immer symmetrisch ist. Die Frage ist halt einfach nur, wo genau dann die Symmetrieachse ist. Das muss halt eben nicht immer die y-Achse sein. Und jetzt wollen wir einfach mal tatsächlich berechnen. Wir haben es jetzt gerade schon zeichnerisch gesehen, aber wir wollen es jetzt alles mal berechnen. Alles mathematisch, denn genau das ist ja das, worauf du dann in der Klausur auch die Punkte kriegst. Also, zuerst heißt es, mit Hilfe der Nullstelle sollen wir das Ganze berechnen. Also müssen wir gucken, wie kriegen wir denn hier überhaupt die Nullstellen raus? Also, wenn jetzt hier noch irgendwas mit dem x stünde, dann könnten wir irgendwie das x erstmal ausklammern oder erstmal alles durch x teilen und so weiter. Aber auch das wird uns jetzt nicht weiterhelfen. Hier haben wir also quasi die klassische Form, die man für eine PQ-Formel braucht. Sagt dir die PQ-Formel nichts, dann schau dir auf jeden Fall unsere Videoclips zur PQ-Formel nochmal an. Jetzt darf ich davon ausgehen, dass die soweit bekannt ist, die PQ-Formel. Und dann sehen wir hier, der Faktor vor dem ganz normalen x ist unser p. Und die Zahl, die zum Schluss ganz alleine dasteht, in diesem Fall hier die 5, ist unser q. Und diese beiden, das p und das q, brauchen wir ja, wenn wir die PQ-Formel anwenden wollen. Die PQ-Formel besagt ja allgemein, wie gesagt, ich gehe davon aus, du kannst die PQ-Formel, ansonsten schau dir unsere Clips dazu an. x1, 2 gleich, dann heißt es minus p halbe. P ist minus 5 halbe. Minus minus 5 halbe. Kümmern wir uns gleich drum, was das letzten Endes ist. Plus, minus, Wurzel aus, dann heißt es nochmal p halbe, also minus 5 halbe, zum Quadrat, minus q heißt es dann. Q ist 5. So, und jetzt gucken wir uns mal in der nächsten Zeile an, was das letzten Endes bedeutet. Hier haben wir minus minus. 2 mal minus, ne, minus mal minus gibt plus. Macht insgesamt plus 5 halbe. 5 halbe kann ich also auch hinschreiben, 2,5. Können wir gleich mal gucken, wie es sinnvoller ist, ob wir es als Bruch oder als Kommazahl brauchen, wie auch immer. 5 geteilt durch 2 ist ja 2,5. Plus, minus, Wurzel von, naja, und minus 5 halbe ist dann halt minus 2,5 und auch das soll wieder quadriert werden. Also, ob es dann nur positiv oder negativ ist, es ist letzten Endes genau die gleiche Zahl, die hier vorne steht und sie soll quadriert werden. Die 2,5, die wir jetzt quadrieren wollen. Und wenn wir 2,5 quadrieren, dann haben wir 6,25. Und das Ganze minus 5. So, und ja, wenn wir das dann berechnen, dann haben wir insgesamt unter der Wurzel 1,25. So, unter der Wurzel steht dann also 1,25.
So, ja, und das ist jetzt letzten Endes das, was wir dann berechnen müssen. Also, x1 ist gleich 2,5 plus die Wurzel von 1,25. Ja, und da kommt jetzt auch wirklich etwas Schräges raus, die Wurzel von 1,25. Und x2 ist 2,5 minus die Wurzel von 1,25. Du kannst natürlich letzten Endes auch sagen, 0,25, das ist immer irgendwas mit Viertel. Dann haben wir hier ein Ganzes und ein Viertel, also insgesamt haben wir dann hier 5 Viertel. Aber auch wenn du die Wurzel von 5 Viertel nimmst, Wurzel von 5 wird schon schwer, Wurzel von 4 geht schon besser. Trotzdem ist es letzten Endes etwas schwierig. So, also das haben wir jetzt soweit rausbekommen. Unsere Nullstelle 1 liegt bei 2,5 plus die Wurzel von 1,25 und unsere Nullstelle 2 liegt bei 2,5 minus Wurzel von 1,25. Kannst ja mal einen Taschenrechner eingeben und gucken, was dann letzten Endes für eine Kommazahl auf jeden Fall, für eine schräge Zahl rauskommt. Das sind dann auf jeden Fall unsere beiden Nullstellen. So, und jetzt heißt es in der Aufgabe, mit Hilfe dieser Nullstellen sollen wir rauskriegen, wo unser Scheitelpunkt liegt. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Zeichnung an. Und wir sehen, von der 2,5 geht es ja genau Wurzel von 1,25 Schritte nach rechts. Da ist die eine Nullstelle. Und genau Wurzel von 1,25 Schritte nach links. Und das bedeutet ja, dass die Mitte von den beiden eben genau die 2,5 ist. Und genau bei der Mitte, das sehen wir jetzt in der Zeichnung, auch genau bei dieser 2,5, da ist ja auch der Scheitelpunkt. Also nochmal, der Scheitelpunkt bei einer quadratischen Funktion ist immer in der Mitte von den beiden Nullstellen, so es denn welche gibt. Das ist hier der Fall. Das heißt, hier können wir ganz klar sagen, der x-Wert unseres Scheitelpunktes ist auf jeden Fall schon mal 2,5. Und nun wollen wir rauskriegen, was ist dazu der y-Wert? Also der dazugehörige y-Wert, also wenn wir jetzt hier nicht y stehen hätten, sondern, ich schreibe es jetzt einfach mal, f von x, das ist ja letzten Endes das Gleiche, dann würde ich jetzt hier hinschreiben, der Funktionswert von unserem x-Wert 2,5. Wir wollen jetzt also wissen, was ist der dazugehörige y-Wert zum x-Wert 2,5. Ist gleich, naja, und überall wo das x steht, setze ich jetzt die 2,5 ein. Ist gleich 2,5 zum Quadrat minus 5 mal 2,5 plus 5. So, nächste Zeile. 2,5 zum Quadrat. Das hatten wir vorhin ja auch schon berechnet. 2,5 zum Quadrat sind ja 6,5. 6,25 meine ich. So, 6,25. Das Ganze minus 5 mal 2,5. Also ich sehe auf jeden Fall, ohne hier erstmal rechnen zu müssen, hier steht schon plus 5. Das mache ich erstmal, plus 5. So, und dann das Ganze noch minus, ja, und 5 mal 2,5. 5 mal 2 sind 10, 5 mal 0,5 sind 2,5, also noch minus 12,5 gleich. Ja, dann habe ich hier stehen, 6,25 plus 5 sind ja 11,25, das Ganze minus 12,5. Ja, und wenn ich das berechne, dann ist es einfach nur die Differenz. Auf jeden Fall geht schon mal in den negativen Bereich, minus. Ja, und die Differenz zwischen 12,5 und 11,25, das ist ja genau 1,25. Also das kannst du natürlich, ich weiß, du würdest viel eher sagen, ach, ich hole mir den Taschenrechner und rechne damit. Der verrechnet sich nie. Aber versuch sowas tatsächlich auch im Kopf zu rechnen. Ja. Also, dann hast du minus 1,25. So, und jetzt ist dann noch die Frage, das ist unser y-Wert zum Scheitelpunkt. Ja, den Scheitelpunkt selbst schreibe ich jetzt mal hier hin. Der Scheitelpunkt,
Der x-Wert, den hatten wir vorhin rausbekommen. Das war genau die Mitte von den beiden Nullstellen, also die 2,5. Und der y-Wert, den haben wir jetzt berechnet, ist minus 1,25. So, und die letzte Frage, die ist ganz leicht zu beantworten. Da heißt es, ist dieser Scheitelpunkt ein Hochpunkt oder ein Tiefpunkt? Klar, das sehen wir in unserer Zeichnung sofort, es ist ein Tiefpunkt. Die Frage ist, wie können wir das sofort ablesen und wie können wir das auch argumentativ begründen? Wir sehen, x² steht positiv hier. Es ist also ein positiver Faktor, eben die plus 1, vor dem x² und deswegen ist diese Parabel nach oben geöffnet. Und deswegen, was hatte ich gerade gesagt? Auf jeden Fall meine ich, es ist ein Tiefpunkt. Ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe. Vielleicht hatte ich gerade Hochpunkt gesagt. Auf jeden Fall meine ich, dass dieser Scheitelpunkt ein Tiefpunkt ist. Ich weiß es echt nicht mehr, was ich gerade gesagt habe. Sollte ich gerade Hochpunkt gesagt haben, vergiss es. Absoluter Schwachsinn. Das ist ein Tiefpunkt. Ja? So, sollte hier minus irgendwas stehen als Faktor, dann ist sie nach unten geöffnet und der Scheitelpunkt selbst ist ein Hochpunkt. Aber weil hier das Ganze positiv ist, ist sie nach oben geöffnet und somit der Scheitelpunkt selbst, der unterste von dem Ganzen, also dann der Tiefpunkt. Das ist dann dazu die Antwort. Ich hoffe, dass dieser gesamte Weg bis dorthin soweit verständlich und nachvollziehbar war.